Willkommen zurück zu Let's Play Diablo 3. Mein Name ist Sir Pyron LP und ich spiele natürlich wieder mit Lady Pyria. Ja, in der letzten Folge haben wir herausgefunden, dass der gefallene Stern eigentlich ein Fremder ist, der nicht mehr weiß, wer er ist, wo er herkommt, der seine kompletten Erinnerungen verloren hat. Und jetzt werden wir uns ansehen, was Kane dazu zu sagen hat. Ich fand diesen Mann im Krater des gefallenen Sterns. Niemand könnte etwas derartiges überleben. Wer seid ihr? Was seid ihr? Ein Krieger, glaube ich. Ich kam mit schlechten Nachrichten, doch ich erinnere mich nicht. Eure Nachricht ist möglicherweise das Einzige, das uns vor dem drohenden Verhängnis bewahren kann. Quest abgeschlossen. Tempel glühen. 14,2. 7 bis 9 Schaden gewährt ein Leben pro verbrauchter Geisteskraft. Bla bla bla. Nehmen wir. So. Und weiter geht's. Erzählt mir alles, woran ihr euch erinnert, Fremder. Jedes Detail. Fallen. Feuer. Ein Schwert von großer Macht. Es war ein Teil von mir, aber es zerbrach in drei Stücke, als ich fiel. Es ist wichtig, dass wir diese Schwertstücke finden. Ich glaube, dass eure Erinnerung zurückkommen wird, wenn wir das Schwert wieder zusammensetzen. Die Ziegenmenschen wüten durch die Felder. Könnte das Schwert etwas damit zu tun haben? Natürlich, natürlich. Genauso wie um den Fremden herum die Toten auferstanden sind, haben die Schwertsplitter die Ziegenmenschen in den Wahnsinn getrieben. Die Ziegenmenschen kümmern mich nicht. Ich werde das Schwert zurückbringen. Ja, Lady Pyria ist mal voll die Killerbraut. Also sollen wir jetzt Schwertstücke für den Fremden finden. Drei Stück gibt es an der Zahl, wie wir erfahren haben. Ja, Ziegenmenschen wegklatschen ist unsere Aufgabe also. Wir reden kurz mit Deckard Cain, die Horadrim. Die Horadrim waren mächtige Zauberer, die von dem Erzengel Tyrael zusammengerufen wurden, um die drei großen Übel zu besiegen. Diablo, Mephisto und Baal. Sie haben sich vollkommen der Zerstörung der Dämonenfürsten verschrieben und hinterließen hilfreiche Folianten und Weisheiten. Wie wurdet ihr zum Letzten der Horadrim? Mein Vorfahr war der Anführer der Horadrim, Jared Cain. Als die Horadrim ausstarben, blieben ihre Folianten in meiner Familie. Geschichten über die Horadrim faszinierten mich schon als kleiner Junge. Doch dass in ihnen ein tieferer Sinn verborgen lag, erkannte ich erst als Erwachsener, nachdem ich mich wieder mit ihnen beschäftigt hatte. Okay. Also sein Vorfahre war der Anführer der Horadrim. Tyrael, ein Erzengel, hat die Horadrim erschaffen, um gegen die drei, keine Ahnung, Bosse oder was da zu kämpfen. Baal, Mephisto und Diablo. Mal schauen, was er sonst noch zu erzählen hat. Der Erzengel Tyrael. Tyrael ist der Engel der Gerechtigkeit. Er hilft der Menschheit seit Generationen, auch wenn ihm untersagt ist, direkt einzugreifen. Vor langer Zeit schlossen die hohen Himmel und die brennenden Höllen im Anschluss an den Sündenkrieg einen Pakt, sich nicht in die Geschicke unserer Welt einzumischen. Die Dämonen haben diesen Pakt gebrochen. Warum unternimmt Tyrael nichts? Der Angiris-Rat, die Erzengel, die dem Himmel vorstehen, haben unsere Welt einst fast zerstört, um die Dämonen daran zu hindern, ihre Verderbnis zu verbreiten. Sollte Tyrael direkt handeln, würde der Rat auf die Dämonen aufmerksam werden. Und das würde uns alle in Gefahr bringen. Okay, die greifen nicht ein, weil das sonst die Menschheit zerstören würde oder so. Irgendwie so. Tyrael, der Erzengel der Gerechtigkeit. Klingt irgendwie cool. Verschwundene Erinnerungen. Ihr habt keine weiteren Erinnerungen? Nur an Wogen aus Licht. Wie geht es euch jetzt? Die Leere zehrt an mir.
Es ist eine Art ständiges Scheitern. Bleibt stark. Das Schwert kann nicht weit sein. Ich finde das schon, Käthe. Ich finde das schon. Wir gehen mal in Kanes Haus, machen mal eine kleine Märchenstunde heute. Deckard Kanes Tagebuch, Teil 2. Ich wünschte, Leah könnte ein anderes Leben führen. Ein normaleres Leben. Aber das ist leider nicht ihr Schicksal. Wenn ich sterbe, ist niemand da außer ihr, um meine Arbeit fortzuführen. Und die Zukunft dieser Welt hängt in der Schwebe. Ja, arme Leah. Muss sie jeden Tag Abenteuer bestreiten? Gibt's hier hinten irgendwas? Nein. Ja, der alte Deckard Kane ist so ein kleiner Messi, wie man sehen kann. Alles durcheinander, alles angehortet. Mal schauen, ob wir in Leas Tagebuch etwas Neues finden. Oh, bei dem können wir auch was kaufen. Nur ein weiterer schöner Tag in Neutristram. Also, womit kann ich dienen? Der ist cool. Bronn. Der Wirt. Und schon wieder ist André online. Leas Tagebuch, Teil 4. Ich kann es kaum glauben, aber der gefallene Stern ist ein Mann. Als Onkel Deckard das erfuhr, war er am Boden zerstört. Ich weiß, dass er auf etwas Wundersameres gehofft hatte. Ja, was Wundersameres. Lea schreibt ganz schnell ein Tagebuch, wie man sieht. Sie hat es gerade erst erfahren und schon ist ein Tagebuch fertig. Nicht schlecht. Ein Tagebuch, ein Tag, immerhin. Was sagt das Inventar? Das sagt erstmal, wir müssen wieder was zerstören. Lauf einmal bitte außen rum. Dankeschön. So. Eine weitere Träne. Zack. Genau, wir müssen die Viecher da wegklatschen. Geh zu den Feldern des Elends. Diese sind... Ui. Habt ihr das gehört? Ich auch. Was geht ab, Freund? Habt ihr sonst noch was? Den können wir anklicken. Was? Register eines... Totengräbers. Nach Leoriks Ernennung zum König brachte er viele Adlige mit sich. Und die wollen natürlich alle, warum auch immer, edle Krypten. Also habe ich mir meine Schaufel geschnappt, weil ich dachte, ich könnte mit ein paar Löchern leichtes Gold verdienen. Ha, die Nachfrage in der Gegend hier ist endlos. Jetzt grabe ich von morgens bis abends. Selbst meine Träume sind voller Erde. Der arme Totengräber. Was gibt's denn hier sonst noch? In den Krypten waren wir schon drin. Natürlich, ich weiß, dass die sich wieder regenerieren und dass wir jetzt nochmal reingehen könnten. Das machen wir aber nicht. Unnötig, das Let's Play in die Länge ziehen wollen wir natürlich nicht. Aber wir können ja einmal hier alles absuchen, weil manchmal sind hier unten noch Viecher. Und seht ihr, hat sich doch schon gelohnt. Bäm, mehr Erfahrung. Hier gibt's nichts. Hier kommt auch wieder einer. Und noch einer. So. Gibt's hier unten noch was? Ja. Sonst noch einer? Nö. Gut, dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg. Ihr verlangt das Unmögliche. Nee, ihr verlangt das Unmögliche, Mama. Ins Maul. Normalerweise habe ich Musik im Hintergrund, wenn ich spiele. So, ein Daibo, aber schwächer. Hey, Jungs, alles klar? Cool. Oh, da ist ja noch einer. Komm mal her. Nein, machst du das. Immer schön aufs Maul. Wir werden die ganze Map wieder abklappern. Okay, über die gibt es schon mal kein neues Wissen. So. Ach so,
Oh, Bäume. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, immer schön aus den Pflanzen raus. Sei blind. Neues Wissen. Vollkommen bewegliche Ungeheuer, die sich mit Blattwerk tarnen, um ihre Beute zu täuschen. Doch nur ein Narr würde darauf hereinfallen. Ja, nur ein Narr würde darauf hereinfallen. Dann sind wir halt Narr, kein Thema. Hier haben wir alles abgeklappert. Schön. Neues Wissen. Bis vor einiger Zeit enthüllte, waren die Kasra oder Ziegenmenschen ursprünglich Menschen, bevor die Wischerei sie verdarb. Viele Jahre lang waren diese Kreaturen von einfacher und träger Natur. Diese Tage sind vorbei. Weithin wird von Angriffen durch die Kasra berichtet und die Anzahl der Todesopfer übersteigt alles andere in meinen Notizen. Das riesige, schwerfällige Biest gedeiht im Gras. Bald ist dort genügend Wasser. Bauern erkennen diese Monster als wilde Verwandte der gemeinen Last. Eine zahme Züchtung, die vermutlich vor 2000 Jahren domestiziert wurde. Man kann sich kaum vorstellen, wie das bewerkstelligt wurde. Ja, ganz viele Viecher gibt's hier neu. Deswegen gibt's ganz viel neues Wissen. Aua, aua, aua. Neues Wissen. Auch wenn ich jeden Winkel der großen Bibliothek von Chaldeum durchsucht habe, kann ich keine Hinweise auf das wahre Schicksal der Kasra des Blutclans finden. Einige zerfallene Schriften bedeuteten an, dass sie einen Pakt geschlossen hätten, den legendären geringen Übeln zu dienen. Aber solche Vermutungen sind wohl kaum als echte Wissenschaft zu betrachten, nicht wahr? Ja, wir haben eine neue Waffe gefunden. Sieben Gestaltskünste. Drei bis vier Feuerschaden, Geschicklichkeit, Vitalität erhöht, gewährt ein Leben pro verbrauchter Geisteskraft und wieder Only for Mönch. Jetzt sind wir voll die Faustkämpferin. Ich muss zurück. Nein, nicht T. Ich wollte Z drücken. Zeig mir deine Fäuste. Hammer, nice. Ein blaues, ein rotes. Erhöhter Goldfund-Bonus. Komm mal her da. So, da ist ein Dingensbummens. Okay, da müssen wir rein. Da gehen wir aber noch nicht rein. Wir suchen erstmal die ganze Map ab. Nein, nein. Böse wilde Bestie. Böse wilde Bestie. Ihr seid des Todes, Julius. Hör mal auf, hier neue Viecher zu spawnen. Ich will in Ruhe weiterlaufen. Hm, du dumme Scheiß, solchen Nest. Bam, 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 bam. Smoke, du Ficker. So, so. Nein, 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 nein. Aus. Böses Waldwesen. Hui, hui. Gift ist nicht gut. Was haben wir da? Okay. Unwichtig. So. Baumstamm kaputt machen. Heiltrank aufsammeln. Toter irgendwas. So. Die Map ist ein bisschen größer. Deswegen dauert das, bis wir alles abgeklappert haben. Aber wir wollen alles mitnehmen, wie gesagt. Hey! Guckt euch die Range an. Boah, raus da. Scheiß Gift. Ui.
Gold. So. Da 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 da. So. Da gibt's was Neues. Erlittener Schaden um 25% runter. Ach, wir sind ja gerade Level abgekommen. Ganz vergessen schon wieder. Primär, was haben wir Neues? Lebende Woge. Zerfetzen. Erhöht den Schaden von lebender Woge. Wandelt den Schaden von lebender Woge in Feuerschaden um. Okay. Schauen wir uns gleich mal an. Schlag der sieben Fäuste. Den finde ich auch ganz cool. Können wir auch mal reinnehmen. Und ansonsten gibt es nichts wirklich Neues. Okay. Hier geht es später weiter. Ja. Da müssen wir später hin. Überall Tote. Überall Leichen. Wer war das wohl? Wir gehen mal hier hin. Ui. Hi, Jungs. So. Schlag der sieben Fäuste. So. Dann könnt ihr mal sehen, wie das Ganze hier aussieht. Hm. Ja. Schlag der sieben Fäuste ist ganz cool, aber ich will lieber dieses ranziehen, weißt du? Das ist Vista. Vista. Windows Vista. Ja, und lebende Woge ist halt nicht so meins. Mit Level 18 kriegen wir treffsicher. Ist das mit den Blitzen? Nö. Streuschläge. Jeder dritte Treffer fügt zusätzlich Schaden. Der ist gut. Den will ich haben. Streuschläge. Also 34. Begrenzt. Jeder dritte Treffer erhöht zusätzlich begrenzt 2 teure Rüstung. Unwichtig. Wir nehmen das und wir nehmen wieder Zyklonschlag. Auge des Sturms. Nehmen wir auch gleich. Später. Ja. Weiter geht's. Bam, 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 bam. Nein, nein. Keine Giftscheiße bei mir hin. Bitte. Komm mal her. Da, 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 da. Jetzt darfst du dich hier schon mit Bäumen rumprügeln. Nö, nö. Nö, nö. Und das ist wieder Zweihand. Also unwichtig. Ja, ja, ich weiß, da unten müssen wir hin. Oh, ist die Suppe umgefallen. Gold. Komm mal her da. Ihr seid besiegt. Da. Gehen wir erstmal oben lang. Gibt's irgendwas? Da ist wieder nur so eine Suppe. Und wieder ein Toter. Okay. Lass mal alles kaputt machen. Komm mal her da. Oh, ich stehe direkt daneben und krieg schon den Schaden ab. Also man muss schon Abstand halten zu dem. Wow. Ultraleck. Ui. Eine Höhle gefunden. So, wir klappern jetzt erstmal die Map ab, bevor wir in irgendwelche Höhlen oder so reingehen. Und dann gehen wir nach und nach die Höhlen ab. Und dann gehen wir die Quest abgeben. Ja, fertig machen. Dass er am Ende immer einen spawnen muss. Okay. Baumstamm. Boah, Alter. Zack, 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 zack. Bam, bam. Okay. Starke Gegner. Aua, 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 aua. Aua, ich sollte hier aus dem Feuer raus. Leck mich am Arsch. Nein, 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 nein. Guck mal her. Wind machen. Raus da. Heilen, heilen, schön. Boom.
minderwertiges irgendwas bekommen. Wieder Holz kaputt machen. Holz kaputt machen. Nein, du bist blind, bevor du wieder deinen Scheiß da rufst. So. Zap, zap. Hier sieht die Map aus. Ja. Haben wir doch gut schon was abgelaufen. Hehe, abgelaufen. Oh Mann. Boah. Und Robin ist wieder online. Nee. Immer dieselben Leute, die man online sieht. Schön aufs Maul, immer schön aufs Maul. Ist halt so ein typisches Hack and Slay. Viel rumgeboxe. Oh, hier war ein Nest. Wusste ich doch. So. Hier kommt gleich bestimmt wieder so ein Baum oder so. Baumstämme verhauen. Wow, da war eine Falle. Fuck. So. Ah, wieder ein Baumstamm. Da kann überall was drin sein. Ich weiß, es ist nicht gerade sehr spannend, jetzt die ganze Zeit diese Baumstämme da wegzuklatschen oder so. Aber das gehört dazu. Du siehst mir so nach so einem... Boah, stell mal vor, dieser Baum würde hier... ich glaube, das würde Aua machen. Hey, Jungs. So. Ja, im Solo-Let's Play, ich weiß nicht, da bin ich nie so gesprächig, so wirklich. Vor allem hier in so einem Spiel, wo du echt, ja, Skill brauchst. In Ausführungszeichen, hier den ganz Gänsefüßchen unten oben. Oder in Klammern gesetzt, wie ihr wollt. Du musst halt deine Kombi treffen oder dich halt ein bisschen auf den Kampf konzentrieren. Kannst halt nicht so viel labern. Aber ich versuch's trotzdem. Schein der Segen erhalten. 25% mehr Erfahrung. Hammer nice. Stirb. Schön aufladen. Schön macht er das. Super. Hier ist wieder ein Nest. So, und noch ein Nest. Nein, nichts rufen. Schön blenden. Zack. Läuft doch ganz gut. Kriegen wir doch super hin. Ja, machen wir die Folge ein bisschen länger, bis wir die komplette Map hier abgeklappert haben. Ist ja nicht so schlimm. Manche Folgen sind halt ein bisschen kürzer, weil ich es genau anpasse. Manche sind halt ein bisschen länger. So. Soll ja ausgleichend sein. Ausgeglichen, ausgleichend. So. Hey! Hab ich dich gerade vergessen. Sorry. Ja. Noch das kleine Stückchen hier. Jumpen wir da jetzt mal hin. Weil Bossgegner würde ich gerne haben und etwas Legendäres oder so droppen. Wäre ganz cool. Na, nee. Gold vergessen.
Das werde ich nicht tun. Doch, wirst du gleich. Blenden, Pflanzen, Wirbeldingens. Bummens. Wirbeldingsi. So, hier haben wir alles. Super. Jetzt können wir die Mitte abklappern. Oh mein Gott, ist das noch groß. Ah, da ist ein Teleporter. Boah, das ist ja noch riesig in der Mitte. Leck mich ja. Ja. Daran. Ui, Gegner. Ja, Mörser ist okay. Gegen Mörser habe ich nichts. So, blind machen. Anziehen. Wirbelkick. Weiter. So. Das war's doch schon. So, auf 1. Auf 2 erhöht. Reiner. Zack. Bam. Diese Blitze, die da jetzt kommen, diese gelben, ist von Segen der Nephalem. Dass er hin und wieder so Blitzschaden macht. So, schnell hier durchrushen, alles mitnehmen, nichts übersehen. So, einmal hier außen rum. Da ist nicht wirklich was. Okay. Ja, da haben wir ein paar Höhlen für nächste Folge. Das ist schon mal, haben wir ordentlich was zu tun. Hui, da ist wieder ein Nest. Hör auf, Viecher zu spawnen. So, schauen. Nach oben. Ja, bei mir scheint gerade die Sonne voll auf dem Rechner, deswegen muss ich immer auf die Map selber achten. Beziehungsweise die Map dann öffnen. Boah, du Assi. Bam, Alter. Bam, 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 bam. Und wenn ihr alles immer abklappert und wirklich jedes Vieh mitnehmt, werdet ihr auch ganz schnell Level steigen. Ihr seht das ja bei mir. Es läuft eigentlich richtig gut. Wir sind schon Level 17, wenn ich mir andere Let's Player angucke. Nein, du stürmst nicht auf mich. Wenn ich mir andere Let's Player angucke, die das Spiel gezockt haben vor ein paar Jahren, das hat ein bisschen länger gedauert. Und die waren ein bisschen niedriger. Ja, wahrscheinlich lag es auch daran, dass das Spiel halt noch neu draußen war. Die haben ja auch viel wieder verändert. Zum Beispiel Tränke wurden jetzt ein bisschen verbessert. Also es gibt keine einzelnen Tränke mehr, die nur irgendwie eine bestimmte Anzahl an HP heilen. Sondern jetzt gibt es Tränke, die direkt 60% heilen. Zack. Da wird das mal eine halbstündige Folge, ist ja auch nicht so schlimm, oder? Hab da auch nichts gegen. Ich zumindest nicht, wirklich. Solange es nicht dauerhaft 30 Minuten sind, weil das Hochladen dauert schon ein bisschen länger. Ist ja klar, weil die Folge dann länger ist. So. Aber so hin und wieder mal eine 30-minütige Folge ist doch vollkommen okay. Da kann selbst ich nicht meckern. Da haben wir was vergessen. Den haben wir auch vergessen. Hui. Felder von Tristram. Die Felder von Tristram sind ein wunderschöner, fruchtbarer Landstrich mit gemäßigtem Klima. Nachdem Alt-Tristram zerstört wurde, traute sich für eine ganze Weile keiner der abergläubischen Bauern mehr dorthin. Doch mit der Zeit warfen sie ihren lächerlichen Aberglauben beiseite und nahmen wieder Hacke und Pflug auf. Heute versorgen sie Neu-Tristram und Wortham mit ihrer Ernte. Ich weiß nicht, ob das hier so ertragreich aussieht. Ich finde, das sieht eher... Ja, okay. Es könnte auch einfach Herbst sein, weil, ja, die Blätter und so von den Bäumen... So, haben wir alles abgeklappert. Da sind noch so ein, zwei kleine Lücken. Überdenkt euer Vorhaben. Überdenkt euer Vorhaben. Halt's Maul. Spring da hin, wenn ich dir das sage. Hier ist eine Falle. Zack. Ah, und wieder Gegner. Ist doch toll. Zack. Ein bisschen Gold. So, wo haben wir noch was vergessen? Da oben könnte noch was sein. Konnten wir hier was anklicken? Nee, das war nur wir. Das ist wohl möglich. Guck. So, ein brennendes Häusli.
Jetzt schauen wir. Ja, sieht gut aus. Wir haben die komplette Map abgeklappert. Als nächstes werden wir die drei Dinger hier. Ist das auch ein Dungeon? Ja. Wir werden die drei Dinger da abklappern und danach werden wir ins Dingens gehen. Aber das sehen wir alles erst in der nächsten Folge von Let's Play Diablo 3. Bis dahin. Tschüssi.